Es dauert nur einige Sekunden. Langsam lesen. Es braucht nur einige Sekunden, um eine kleine. Also es braucht nur einige Sekunden, um sich auszubreiten und ist sehr effektiv, in kleinen Dosen auch sehr effektiv. Aus diesen Gründen wird es weitestgehend akzeptiert von der Polizei und dem Militär in vielerlei Ländern. Es ist eine sehr effektive Möglichkeit, um Menschenmassen zu beruhigen, zu unterdrücken und einen Raum, weiß es ja, so wie eine Gasgranate im Endeffekt, einen Raum auszuräuchern und ist praktisch ethisch und human. Wahrscheinlich, weil es keine tödlichen oder giftigen Nebenwirkungen hat. Vor 6 Jahren, bevor das Zeug entwickelt wurde, wurde es aus den Extrakten verschiedener Wurzeln hergestellt. Es wurde sehr bekannt, sehr berühmt. Became popular. Es wurde praktisch sofort berühmt, als es publik gemacht wurde, an die Öffentlichkeit kam. Und viele Regierungen haben große Mengen davon bestellt. Ich hoffe nicht, dass der Stream heute am Haken ist. Dann raste ich aus. Nicht nur, dass der Controller nicht funktioniert, sondern der Stream dann auch noch in den Arsch geht. Aber ich habe da noch was, was wir gleich noch klären können, wenn der Strang hier durch ist und wir den nächsten Save State laden. Die Nachfrage für Sopuril ist durch die Decke gegangen. Und als sie das tat, ist das auch. Also sind auch die Aktien von Cradle Pharmaceuticals. Warum weißt du das alles, Santa? Santas Informationen waren interessant, aber Junpei konnte nicht anders, als sich ein wenig, ganz ein wenig verdächtig zu finden. Santas Antwort war, ja, direkt und simpel. Ich hab's von dem alten Mann selbst gehört. Von Ace? Wann? In der Vierertür bei der mittleren zentralen Treppe, als wir die zweiten Klassenkabine durchsucht haben. Erinnerst du dich, wie Snake 7 und du durch Tür Nummer 5 gegangen sind? Ah, okay. Deswegen bekommen wir jetzt diesen Dialog, weil Santa und Ace in dem Moment zusammen unterwegs waren. Ich habe ihn gefragt, womit er seinen Lebensunterhalt verdient und er sagte, er würde eine eigene Firma besitzen. Jetzt ist alles in Ordnung. Okay, das freut mich wieder. Danach haben wir einfach angefangen, ein bisschen miteinander zu plaudern und ich denke, es ist einfach so, ja, gesagt worden, weißt du? Okay. Machst du dir um irgendwas Sorgen, Jumpy? 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 Nein, nichts. Als er sprach, sah Junpei rüber zu Ace. Er schien Probleme damit zu haben, die neuen Kisten zu öffnen. Okay. Was zum Teufel macht er da? Er drehte sich weg von June und Santa und ging wahrscheinlich rüber zu den anderen. Achso, wieder zu ihnen zu hin. Okay, Entschuldigung. June, überanstreng dich nicht, okay? Ja, mach ich. Santa, könntest du auf sie bitte aufpassen? Klar. Er gab ihnen ein kurzes Nicken und ging dann wieder zu Ace hinüber. Namen Fakodra! Was machst du da, Ace? Ace stand mit dem Rücken zu Junpei, als er näher kam. Der alte Mann drehte sich zu ihm herum, sein Gesicht war blass und in Schweiß gebadet. Was ist passiert? Nichts. Meine Sicht ist irgendwie verschwommen. Ich glaube, es ist wegen der Müdigkeit. Ich kann nicht gut sehen im Moment. Was kannst du nicht gut sehen? Die Bilder. Ace hielt die Karten hoch zu Junpei, wie einen Fächer ausgebreitet. Es interessiert mich nicht, dass ich zugeben muss, aber ich entwickle eine. Was ist eine Presbyopia? Also wahrscheinlich irgendwie eine Art von Blindheit oder Sehkrankheit oder sowas. Wenn man
Alt werden ist echt eine schwere Sache. Er versuchte sein Bestes, um ein Self-Deprecating. Oh Gott, Leute, heute werden wir mit Wörtern bombardiert. Das finde ich so unfair. Ach, mit einem selbstsicheren Grinsen? Nee, das wäre was anderes. Er versuchte wieder, irgendwas Allergisches, danke Thürmann. Er versuchte das zu überspielen, aber sein Gesicht war errötet, seine Lippen waren blass und trocken. Ich denke mal, drawn ist eher trocken als, was ist, gezogen? Keine Ahnung, was das so heißen soll. Aber egal, ich überlasse den Rest dir. Ich fühle mich auf einmal so müde. Also wenn es dir nicht ausmacht, würde ich mich etwas ausruhen wollen. Er schob die Karten wieder zurück in Junpeis Hände und ging schnell weg. Junpei sah ihn verwirrt an. Wie könnte das Ansehen dieser Karten ihn plötzlich so erschöpfen? Punkt, Punkt, Punkt. Junpei sah die Karten in seinen Händen an. Von alle diese Bilder waren sehr klar zu erkennen und jede Person war auch klar zu erkennen. War Aes Sicht wirklich so schlecht? Aber wenn das der Fall war, Moment, haben wir eigentlich Musik hier gerade an? Ja, Musik ist an. Ist nur etwas sehr leise in diesem Raum hier. Ich dachte gerade, weil ich hatte vor der Aufnahme nicht den Ton ausgestellt, damit ich beim Überspringen nicht irgendwelche, wie heißt es hier, Geräusche höre, die Sachen wie Axtmord oder sowas verraten könnten. Von daher, ja, man geht ja lieber auf Nummer sicher. Aber wenn es nicht so wäre, what had him made so, wenn seine Sicht nicht so schlecht gewesen wäre, was hatte ihn so, ja, so panisch werden lassen, so unkomfortabel? Das war der Moment, in dem Junpei sich erinnerte, was Lotus vorher gesagt hatte. Okay, was kommt jetzt? Prosopagnosia. Stimmt, das haben wir von Lotus mal gehört, in diesem ganz ewig langen, unverständlichen Dialog, den wir mal hatten mit ihr. Oh Gott, oh Gott. Um es simpel auszudrücken, ist es eine Krankheit, die wo der Geist nicht mehr unterscheiden kann zwischen menschlichen Gesichtern. Ach, das war das. Ja, genau. Mit anderen Worten, man könnte die Gesichter nicht mehr voneinander unterscheiden. Genau. Okay. Das könnte er haben. Ja, das wäre eine Erklärung. Vielleicht hat er Prosopagnosia. Junpei warf einen weiteren Blick auf Aes. Er saß an dem Fuß der Treppe und sah ziemlich depressiv aus. Okay. Es war logisch, natürlich, dass er sich so fühlen würde. Wenn er wirklich diese Krankheit hätte, dann gäbe es keinen Zweifel daran, dass es eine sehr schmerzvolle und ja, depressiv machende Erfahrung wäre. Trotzdem, Junpei fühlte sich nicht danach, ihm auf die Schulter zu klopfen und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung sein würde später. Ja, ich glaube, Aes ist aus dem Alter heraus, wo man ihn auf die Schulter klopft. Trotzdem, Junpei fühlte, dass es vielleicht das Beste wäre, ein Auge auf Aes Zustand zu werfen, oder nein, seinen Zustand für sich zu behalten, zumindest für den Moment. Oh well. Das Beste, um seinen Kopf, er tat das Beste, seinen Kopf wieder klar zu kriegen für die Aufgabe, die vor ihm lag, und drehte sich wieder zu den Kisten um. Gut, und ich glaube, nee, noch nicht. Erstmal müssen wir das Rätsel lösen. Zum Glück müssen wir das nicht selber machen. Genau, und ab hier kann ich wieder vorspulen. Das heißt, wir haben jetzt erfahren, dass Aes irgendeine, naja, Art, sag ich mal, Pharmazie-Mogul ist, hinter dem so eine komplette Firma steht. Und er vielleicht unter dieser komischen Krankheit leidet, wie es gerade gesagt wurde. Ich habe die Karten jetzt nicht mehr, um drauf zu gucken. Aber, okay. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. So, ich glaube, damit sind wir in dem Raum hier fertig. Ich kann mich nicht erinnern, dass nach dem Kistenschieberätsel mit dem Sarkophag noch irgendwas kam. Also wir nehmen auf jeden Fall nicht die Pistole aus dem Ding raus, sondern nur den Schlüssel, genau wie vorher. Das weiß ich noch.
Und gehen dann dementsprechend wieder hier oben. Moment. Gehen dann hier wieder durch die Tür hindurch, die uns zurück zur zentralen Treppe führt. Wo wir uns dann. Moment. Hier. Wo wir uns dann wieder mit Sieben und Lotus getroffen haben, die ja erzählt haben, dass. Ja, es ist das Clover. Sich in irgendeinem Raum eingeschlossen hat und nicht mehr rauskommen will. Ab dem Punkt hier geht es jetzt weiter. Müssen wir gerade mal gucken, bis wo ich etwas vorspulen kann. Clover ist weg. Ein exzellentes Timing. Dann sprach Ace. Seine Stimme war voller. Ach verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Resolve. Voller. Es gibt sogar Resolve in World of Warcraft als, oder gab es als Buff, den Tanks hatten. Ah, verdammt, um Entschlossenheit, genau. Ach, Entschlossenheit und Sorge. Wir trennen uns am besten, um nach Clover zu suchen. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Lasst uns loslegen. Genau, man nickt, man läuft los. Und ich denke, genau. Wir gehen jetzt mit June zusammen zurück in den großen Krankenhausraum. So schnell sie nur konnten, suchten sie den Raum ab, unter den Betten und in den Ecken. Sie ist nicht hier. Nein, ist sie nicht. Okay, nur um sicher zu gehen, lass uns mal einen Blick in den Duschraum werfen. Ab hier wird's wieder neu, Leute. Den Duschraum? Das ist der Ort, wo ihr Bruder ist. Sie könnte dorthin gegangen sein, um ihn zu sehen. June biss sich in die Lippe. Sie wusste, als Junpei did. Also sie wusste, genauso wie Junpei, dass es nur eine Sache gab, die man in dem Duschraum sehen konnte, und sie war absolut nicht angenehm. Nun, wir können wenigstens nachgucken, oder? Lass uns gehen. Okay. Da war ein Schraubenzieher, der in der Tür steckte oder zwischen der Tür und dem Rahmen. Jumper und June gingen durch die Tür, bewegten sich durch den Gang und gingen in den Duschraum hinein. Ich wollte gerade sagen, die ersten zwei Bilder habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, aber gut, der Duschraum besteht ja nicht nur aus einer Wand, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Okay, sie ist nicht hier. Kein Glück gehabt. Ja. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Junes Stimme war schwach und sie legte ihre Hände über ihren Mund. Ihr Gesicht sah ein wenig grün aus. Okay, der Anblick der Leiche oder der Geruch, genau, der Geruch in dem Raum hier war fast nicht zu ertragen und scheint ihr Probleme zu machen. Er wurde immer unangenehmer, also er ist viel unangenehmer geworden seit ihrem letzten Besuch hier. Wenn Junpei Mittagessen gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich schwer gewesen, es drin zu behalten. Sie wollten den Raum gerade so bald wie möglich verlassen, aber er musste sicher gehen. Und es gab nur einen Weg herauszufinden, was auf der anderen Seite der Raumtrennwand war. Warte hier. June wollte nicht widersprechen und nickte Junpei einfach nur schwach zu, als er um die Wand herumging. Er stoppte in der Ecke und drehte seinen Kopf. Ich glaube, Dingsbums ist immer noch da. Beziehungsweise Clover ist nicht hier und wahrscheinlich liegt Siebens Überrecht, Snakes Überreste immer noch hier. Clover war nirgendwo zu sehen. Das Einzige, was auf der anderen Seite der Trennwand war, war ein toter Körper, der dort in einer rotbraunen Pfütze von getrockneten und trocknendem Blut lag. Es gibt viele Wege, wie ein Mensch sterben kann, aber das. Der Schädel war zerbrochen und der Kopf war nicht viel mehr als eine Palpi. Ein Palp ist ich glaube, ein Haufen Masse von Gehirn, Knochen und Viscera weiß ich nicht. Das Wort kenne ich gar nicht. Sein linker Arm war komplett in einer merkwürdigen Art verdreht und The Bright White of the Ulna. Ich weiß auch nicht, was Ulna ist. Meine Güte, medizinische englische Begriffe. Erst Chemie und jetzt Medizin, Leute.
Der helle weiße Teil von irgendwas schien durch die Überreste seiner Haut und seiner Muskeln. Ich wollte gerade sagen, Ulna ist ja, glaube ich, von, wenn man diese menschlichen Puppen sieht, dann haben die immer weiße und, also das rote Muskelgewebe und diese weißen Züge drin. Ne? Ist weiß dieses Ulna? Wisst ihr das gerade, Leute? Habe ich mich nie mit beschäftigt. Okay, dann nicht, es ist halt nur eine Elle. Langweiliges Wort. Aber gut, Elle, Ulna, das klingt wenigstens halbwegs zusammenpassend. Aber Junpei bemerkt irgendetwas anscheinend. Hä? Warte mal. Hell und weiß. Ulna. Knochen. Aha. Die Puzzleteile fielen jetzt gerade anscheinend an ihren Platz. Junpei erinnerte sich an etwas, was Clover ihm im Labor gesagt hatte. Mhm. Der Bruder meines linken Arms, genau. Der linke Arm meines Bruders, ist nicht wie bei einer normalen Person. Der Unfall hat ihn wirklich, wirklich sehr wehgetan, wirklich sehr, ja, schwere Wunden verursacht. Und um ihn zu retten, mussten sie seinen Arm amputieren. Aha. Wie kann eine Elle hier sein, wenn der Typ eigentlich nur einen prosthetischen Arm hat, Leute? Oder gar keinen Arm? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie Snake aussieht ansonsten, aber das kann ja gar nicht sein. Natürlich. Natürlich! Warum hat er es nicht vorher bemerkt? Junpei, weil du niemals in diesem Spiel hier beim ersten Mal eine Leiche untersuchst, mein Lieber. Du gehst am neuner Mann einfach vorbei, guckst dir nichts an, was mit dem los ist. Und dasselbe ist jetzt auch mit Snake passiert. Dass dir das immer erst nachher einfällt, meine Güte. Also als Gerichtsmediziner wärst du eine absolute Vollkatastrophe. Der Mann liegt längst unter der Erde in irgendeinem Sarg. Oh, ich muss ihn nochmal ausgraben. Ich habe irgendwie vergessen, eine Schleife zu entfernen oder sowas. Tut mir leid. Hm. Ah, Junpei. Schäm dich. Muss ich meinen Kopf schütteln. Warum hat er es nicht vorher bemerkt? Clover hatte Junpei erzählt, dass Snakes linker Arm eine Prothese war. Aber der linke Arm dieser Leiche, die hier lag, hinter dieser Trennwand, war auf jeden Fall ein menschlicher Arm. Oder zumindest war es einer gewesen. Das bedeutete, diese Leiche kann nicht Snake sein. Was ich schon beim allerersten Playthrough vermutet hatte, Leute, glaube ich, ne? Eine der Möglichkeiten, nur weil da eine Leiche liegt, die Snakes Klamotten trägt, heißt das nicht, dass das Snake sein muss. Das ist, keine Ahnung, deswegen müssen von Leichen oder verunfallten Leuten werden ja auch die Zahnabdrücke genommen, weil das ja relativ einzigartig von Personen ist, so auch wie der Fingerabdruck, glaube ich. Aber von verbrannter Haut Fingerabdrücke zu nehmen im Nachhinein ist dann etwas schwierig meistens. Junpei und Jun gingen zurück in den großen Hospitalraum. Sie gehen durch die Tür und raus aus dem Duschräumen. Und laufen durch die Gänge. Sie den Korridor hinunter, den sie gingen, suchten sie nach Clover in jeder möglichen Ecke. Sie hatten gerade die Treppe erreicht, als Sieben auftauchte, atemlos und rufend, schreiend. Junpei, Jun, wo seid ihr alle? Er sah blass aus und sein Gesicht war auch verzerrt, drawn. Könnt ihr mir mal sagen, was drawn heißt? Verdammt, jetzt krieg ich noch Schluck auf. Heute geht alles schief, Leute. Was drawn heißt im Zusammenhang mit einem Gesicht? Also ist es ausgezehrt oder wie muss ich mir das vorstellen? Irgendetwas Schreckliches musste passiert sein. Junpei's Atem, breath caught in his throat. Junpei's Atem stockte in seinem Hals. Ist irgendwas passiert? Sieben zog eine zitternde Hand übers Gesicht und schluckte ein wenig Luft herunter. Clover ist tot. Okay. Ich habe sie in der ersten Klasse-Kabine im Bad gefunden. Verzerrtes Gesicht, okay. Okay, Clover ist tot, Mädels. Das ist jetzt die dritte Person, die wir begraben dürften. Nicht gut. Und alle sind schon da, wie es aussieht. Wir stürmen direkt durch, vorbei an all den entsetzt aussehenden Leuten, die einfach nur wie Pappkameraden dastehen.
Jumper ist gerannt wie ein Blöder und muss erstmal ganz viel panten. Alle Geräusche wurden still. Die Welt war leer, war eine leere, betäubte irgendwas. Dann begann er seinen eigenen Atem zu hören. Ach nö, Clover, hast du nicht verdient. Ich meine, du hast mich einmal umgebracht, aber wenn dich jemand umbringen sollte, dann hätte ich es sein müssen, nicht andere. Das ist unfair. Junes Mund bewegte sich, aber es war nichts zu hören. Sie versuchte es noch einmal, aber dann war ihre Energie weg. Sie brach zusammen an einer Wand. Er hätte ihr helfen können, aber er tat es nicht. Und nun war sie tot. Also stand er einfach da, gefroren an Ort und Stelle. Clover. Clover! Warum? Warum ist das passiert? Er forcierte seinen Körper dazu, sich zu bewegen. Jeder Schritt fühlte sich an wie ein Nagel, der in sein Herz geschlagen wurde. Dann stand er vor ihr. Und wir haben zwei Wasserhähne in diesem Bild. Sehr eindrucksvoll. Er kniete sich neben sie, platzierte drei Finger auf Clovers Hals. Kein Puls. Kein Atem. Aber sie war immer noch warm. Und ihre Augen waren friedlich geschlossen. Es wäre leicht anzunehmen, sie würde einfach nur schlafen. Easy that is. Einfach, wenn da nicht diese sich langsam ausbreitende Pfütze aus Blut unter ihr wäre. Er verfolgte die Blutspur bis zu ihrem Rücken. Eine Narbe, eine Wunde, genau unterhalb ihres Schulterblatts. war das die Waffe vielleicht ein Messer? Oh mein Gott, der Messermörder ist wieder unterwegs. Wenn es ein Messer war, dann hat der Killer es wieder mitgenommen, als sie gegangen sind, oder? Moment, als they left the kitchen, oder wann? Als Jumper seine Augen schloss, konnte er Clovers Lächeln sehen. Ihr unschuldiges Lächeln. Könnte bitte kein... Moment. Moment, Moment. Habe ich irgendwo hier gerade... Es kann sein, dass ihr mich gleich einmal ganz kurz nicht seht, Leute. Moment, 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 Moment. Moment. Ja, okay, man sieht es noch nichts. Man sieht noch nichts, man sieht noch nichts. Ja, das muss jetzt gerade sein, Leute. Moment. Ah! Ihr wisst doch ganz genau, worauf ich hinaus will. Ja, genau, hier. Das Bild sagt's am besten. Das ist zwar ein Meme, ist mir aber gerade komplett egal. Hier. Da machen wir ein extra Fenster draus. Kann ich nicht, will ich aber. Na komm, rüber hier. Dankeschön. Ist blöd, wenn die Festplatte nebenher leckt. Hier, bitteschön. Das Lächeln, Leute. Das Lächeln ist mir im Gedächtnis geblieben. Ach komm, Darkness, ganz ehrlich. Ich finde ja gut, dass die Texte hier so schön lang sind, aber... Ah, sie übertreiben es mal wieder. Na gut, oh gut. Na gut, es ist ja gut. Ich hab's übertrieben. Ich bin schon still. Ach... Ihr unschuldiges Lächeln, ihre Energie. Er würde sie nie wieder lächeln sehen. Das heißt, Jump hat jetzt auf einmal eine emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut, oder wie? Na gut, wir hatten ja schon ein etwas tieferes Gespräch mit ihr, als wir ihr das Lesezeichen gegeben haben. Von daher lasse ich durchgehen. Er hätte etwas tun können. Er hätte ihr helfen können. Sein Magen drehte sich um zu einem... Sickening Knot, zu einem Knoten, zu einem widerlichen Knoten. Junpei hebte die... Ach, Limp. Ach, Mann, Leute. Ja, lass mich einmal albern sein heute, Mädels.
Die Taube. Nee, Taube ist das falsche Wort, aber ich komme gerade nicht drauf. Hm. Junpei hub Jun vom Boden hoch und trug sie, begleitete sie aus dem Bad heraus. Schlaff. Ja, schlaff ist gut. Ne? Langsame Lade. Geht es dir gut? Es war eine alberne Frage und das wusste er. Ja, ich denke schon. Ihre Stimme war schwach. Das Fieber war weg, aber die emotionalen Narben, die sie hier bekommen hatte, würden so schnell nicht wieder heilen. Junpei legte seine Hand auf ihre Schulter, als sie aus dem Schlafzimmer herausging. Also zum Schlafzimmer zurückgingen. Du solltest dich etwas ausruhen. Er half Jun, sich auf das Bett zu setzen. Er nickte einmal und starrte dann zu Boden. Es waren noch vier andere im Raum. Ace, Lotus, Santa und Sieben. Sie alle starrten ins Nichts, ihre Gesichter verzerrt und müde. Nach einiger Weile gingen sie selbst in das Badezimmer, um Clovers Leiche noch einmal zu sehen. Als jeder wieder zurück ins Schlafzimmer zurückgekehrt war, ging Junpei langsam in die Mitte und warf einen Blick auf die matten Figuren, die sich hier versammelt hatten. Wer war der Erste, der ihren Körper gefunden hat? Ich glaube Sieben, oder? Ja, Sieben war der Erste. Sieben sprach von hinter Junpei. Junpei dreht sich um. Siebens Hand war erhoben. Warum bist du in diesen Raum hier reingekommen? Um nach Clover zu suchen. Warum sonst? Ich habe ihren Körper im Badezimmer gefunden. Als ich sie gefunden hatte, rannte ich raus. Ich bin an die Spitze der Treppe gegangen, zum Casino, und brüllte so laut ich nur konnte. Hey Leute, ich habe sie gefunden, aber es ist schlecht, es sieht schlecht aus. Sie ist im Badezimmer in der ersten Klasse Kabine. Kommt schnell. Oder irgendwie sowas. Dann bin ich zurück ins Bad gegangen. Ace, Santa und Lotus sind bald darauf hier angekommen. Aber ich denke, ihr beide habt mich nicht gehört oder so, denn ihr seid nicht gekommen. Also bin ich nochmal die Treppe runtergegangen, um nach euch zu schauen. Danach, ich meine, ihr wisst den Rest, oder? Ja, Junpei nickte und schloss die Augen. Da war noch eine Sache, die er fragen musste. Sieben, da ist eine Sache, die mir noch Sorgen bereitet. Und die wäre? Als wir die Rätsel in diesem Raum hier abgeschlossen hatten und die Tür aufging, hast du eine der Platten zwischen die Tür und den Rahmen gesteckt, richtig? Warum hast du das getan? Komm schon, habe ich es dir nicht bereits gesagt? Ich habe das gemacht, damit die Tür nachher nicht verschlossen gewesen wäre. Damit wir wieder in den Raum zurückkehren könnten. Oh, du denkst, ich war's? Nun, ich weiß es nicht. Das hängt davon ab, was du sagst, oder? Sieben seufzte und schüttelte den Kopf. Folge mir. Da waren zwei Türen nebeneinander. Er öffnete die auf der rechten Seite. Die führte er, glaube ich, ins Wohnzimmer? In den Schrank, genau. Hinter der Tür war der Schrank. Sieben ging hinein. Er stand vor einem der Regale, vor einem der Regale, die den Raum füllten, und zeigte auf die kleine Box. Die Box war klein, ein kleiner metallischer Würfel. Also der Safe hier.
den wir beim letzten Mal, als wir hier drin waren, nicht öffnen konnten, weil wir die Zahlenkombination nicht kannten. Denn sie war nicht relevant dafür, aus diesem Raum hier rauszukommen. Leute, mir wird gerade kalt. Lass mal ganz kurz gucken, ob das Fenster zu ist. Ich hatte es eigentlich vom Stream zugemacht. Ne, es hing noch ein Hemd oben an der Kante, damit es trocknen könnte, aber keine Ahnung, dass da so viel kalte Luft reinkommt. Brrr, das war gerade etwas. Ich habe kalte Füße. Das liegt, glaube ich, nicht am Spiel ausnahmsweise mal. Er sah rüber zu Junpei. Das ist der Grund. Dieser Safe. Wir konnten ihn nicht öffnen, als wir durch den Raum hier durchgegangen sind. Ich dachte mir, er würde ziemlich wichtig sein. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Außerdem dachte ich mir, wir würden irgendwann die Kombination, oder mal rausfinden, was die Kombination für den Safe gewesen wäre. Und wenn wir das getan hätten, dann hätte ich nicht nochmal mit Tür Nummer 5 rumspielen wollen, um reinzukommen. Also habe ich die Platte in die Tür, in die Ausgangstür gemacht, damit wir wieder hier reinkommen könnten. Die Hunde sind ein bisschen größer, als es auf meinen Schoß hier passen. Geschweige denn beide. Junpei Cosplay-Zeug, ja, können wir gleich mal machen. Aber da muss ich mir auch irgendwas an die Füße ziehen, weil ich habe kalte Füße. Der ganze Rest, der geht ja gerade noch so halbwegs. Verstehst du es jetzt? Junpei muss erstmal wieder einen Lichtmoment haben. Wenn Junpei wieder eine ganz tolle Revelation hat, eine ganz tolle Idee, was hier gerade abgeht, dann werde ich die Klamotten anziehen. Junpei muss sich das Cosplay verdienen. Ansonsten kommt das nicht. Junpei nickte und sah den Safe an. Er schnappte sich den Hebel und schüttelte ihn. Dürfte wohl kaum was bringen. Nein, nichts passiert. Er war genauso verschlossen, wie als Sieben ihn gefunden hatte. Es gab allerdings eine Veränderung daran. Unter dem Safe war ein kleiner Haufen feinen, rotbraunen Puders. Rost. Junpei starrte es für einen Moment lang an. Hatte jemand den Safe geöffnet und den Rost daraus befördert? Punkt, Punkt, Punkt. Junpei verließ den Schrank. Sieben folgte ihm zurück ins Schlafzimmer. Es war kalt und still. Niemand sprach. Sie saßen nur da, steif gefroren vom Schock und Trauer und Müdigkeit. Der Raum fühlte sich klein und erdrückend an und der dicke metallische Geruch von Blut füllte den Raum. Junpei drehte sich und ging in Richtung Wohnzimmer. Alles einfach nur, um hier herauszukommen. Ist wohl eine bessere Idee, aber gut, wenn Clover jetzt ihre Leiche leider im Badezimmer liegt, dann dürfte der Geruch auch bis hierher kommen. Gab es vielleicht noch irgendeinen anderen Hinweis? Irgendetwas, das sie, das zu Clovers Mörder führen könnte. Er nahm sich die Zeit und untersuchte vorsichtig den Raum. Seine Augen fielen auf die Tür. Okay. Die Tür, die in den Gang führte, wo Tür Nummer 5 war. Hinter der Tür war der tote Körper des Neunermanns. Das meine ich, Leute. Vielleicht sollte ich jetzt einen weiteren Blick auf ihn werfen. Es ist ja nicht so, als wäre es beim ersten Mal wichtig gewesen. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick darauf werfen, um sicher zu gehen. Ganz ruhig drückte er die Tür auf. Der Geruch traf ihm wie ein Schlag ins Gesicht. Seine Lungen zogen sich zusammen, nicht willens, die Luft einzuatmen. Magensäure kochte herauf aus den Tiefen seines Magens und wirbelten herum das bisschen Essen, was dort drin war, in einem Violent Froth, in einem brutalen Sturm oder so. Es war zu viel für ihn und er übergab sich. Gut, haben wir also hinter uns.
Und dieser dünne Strahl von gelbem Wasser und Beil. Und auf jeden Fall kotzt er auf den Boden, so. Er wischte sich schwach den Mund ab und starrte den toten Körper an. Stücke des herausgeflogenen Fleisches lagen in einem Bogen um den Körper herum. Was übrig war von den Innereien, ist über den Boden gerutscht. Die Blutlache, die sich die Blutlache, die ihn umgab, war halb getrocknet, aber so dick, dass die Textur der Blutlache nicht unähnlich war einem eines Eigelbes, das wie ein Rührei zubereitet war. Einem Spiegelei. Galle, danke Karon. Was schreibt ihr da eigentlich noch? Ich habe mich schon die ganze Zeit über die Klugheit Jumpers gefreut. Ja, in den letzten Sessions. Er hat jetzt bis jetzt ja nur gesagt, dass die Puzzleteile in den Platz gerade alle gefallen sind und er irgendwelche Erkenntnisse hat, aber wir haben bis jetzt hier in diesem Run heute, im Stream, haben wir jetzt noch keinen großen Jumpay-Moment gehabt, denke ich. Von daher, ich hoffe mal, da kommt jetzt einer. Da wird wenigstens wieder ein bisschen wärmer. Auf dem Boden, in der Nähe der Überreste des Kopfes des Mannes, lagen seine Brille mit Rissen, die über die Gläser gingen. Die Blutspuren daneben waren bereits getrocknet, wie Scabs. Scabs weiß ich gerade auch nicht. Das war der Moment, als Junpei es bemerkte. Es ist weg. Sein Armband. Wer auch immer hier durchgegangen ist, da ich es, glaube ich, in diesem Savegame hier nicht getan habe, hat das Armband mitgehen lassen, was da lag. Die 9. Es war ja da, als Junpei hier durchgegangen war. Stimmt, das heißt, Junpei weiß, dass es dort lag und jetzt fehlt. Cool. Er war sich sicher. Neben der Brille lag das Armband. Aber jetzt war es weg. Das Nummer 9 Armband war weg. Aber warum? Blöde Frage, aber gut. Hatte es jemand genommen? Wahrscheinlich. Er drehte den Gedanken immer wieder und wieder in seinen Gedanken, als er plötzlich Siebens Stimme hörte. Hä? Wo ist Junpei hin? Die Stimme kam aus dem Wohnzimmer heraus. Junpei ging langsam aus dem Gang hinaus. Wieder zurück ins Wohnzimmer. Ah, da bist du. Ja, wir haben schon nach dir. Hast du noch irgendwas gesucht da draußen im Gang? Siebenja sah Junpei an, als er den Raum betrat. Hast du irgendwas gefunden? Er dachte für einen Moment lang nach, bevor er antwortete. Nein, nichts. Junpei hält die Information hinterm Berg. Okay. Technisch gesehen war das eine Lüge. Er hatte nichts gefunden. Um ehrlich zu sein, war das Problem. Etwas, das er dort hatte erwartet zu finden, war nicht da. Das Armband des Neunermanns. Was ist los? Ich wollte, dass du mal einen Blick auf etwas wirfst. Und das wäre? Punkt, 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 Punkt. Okay, was kommt jetzt? 7 führt Junpei zurück ins Badezimmer. Als Clovers Leiche ins Blickfeld kam, fühlte er, wie sein Herz einen Sprung machte und dann in seine Magengegend herabrutschte. Irgendetwas wie ein Seufzen, ein Stöhnen entfuhr seinen Lippen. Was war es, das du mir zeigen wolltest? Seine Stimme war leer und ja, doppelt leer eigentlich. Hollow ist ja ausgehöhlt, nee, leer, hollow. Hohl, der hohle Baum, ja, Hollow Tree. Ich habe Clovers Körper nochmal untersucht.
Ich habe das hier gefunden. Als er sprach, bewegte er Clovers Kopf. Dann kniete er sich nieder und drehte ihre rechte Hand rum oder auf. Ah, ein Papiersche. Was ist das? Sie hielt ein kleines Stück Papier in der Hand. Ich habe es mir noch nicht angesehen. Wollte den Ort des Verbrechens nicht verunstalten, weißt du? Das Übliche. Nun, ich habe mir das dir ausgeliehen. Was hast du dir ausgeliehen? Da war ich nicht sicher, was er meinte, aber es machte wohl keinen Unterschied. Das Papier war interessanter. Er nahm es hoch und öffnete es vorsichtig. Da waren zwei Sätze drauf geschrieben. Oh Gott, Leute, jetzt kommt's. Truth had gone. Die Wahrheit ist gegangen. Die Wahrheit ist gegangen und die Wahrheit ist gegangen. Und, oder A, jetzt schläft die Wahrheit in der Dunkelheit der finsteren Hand. Okay. Was ist das? Irgendeine Art geheimer Code? Sieben sah über Junpeis Schulter auf die Notiz hinüber. Junpei ging einen Schritt weg von Clovers Leiche. Und zurück ins Wohnzimmer. Er begann to pace. Also er begann, ich glaube, herauf und herab zu gehen und versuchte den Code zu entschlüsseln. Der erste Hinweis war wahrscheinlich der Absatz sinistre Hand, finstere Hand. Sinistre Hand bedeutet, Leute, wenn wir jetzt zu Multiple-Choice-Dialogen kommen, dann kommt das hier. Aber das Gute ist, wisst ihr sogar, was das Gute ist? Ich glaube, ich muss ja allerdings ein Safe-Game setzen. Ich mach's mal auf die 6, weil ich meine, die habe ich noch frei. Ich nehme mal die 6. Die Sache ist, ich hatte mir, um dieses Ende durchzuspielen, um die Safe-Games anzulegen, einen spoilerfreien Walkthrough noch aufgemacht, wo eben steht, welche Dialogoptionen man aussuchen muss, um an den Stellen weiterzukommen. Die Sache ist allerdings, da das hier ein Safe-Game ist, wo noch nichts passiert ist im Endeffekt, sind die Dialogoptionen, die ich ausgewählt habe vorm Stream, nicht ausgegraut. Von daher weiß ich jetzt nicht unbedingt automatisch mehr, welches richtig oder falsch war. Jetzt wollte ich gerade das Gamepad in die Hand nehmen. Aber gut, dass mein PC wieder du-dum macht und mir sagen will, dass es nicht funktioniert. Ich meine mich zu erinnern, dass die linke Hand ist, aus einem ganz bestimmten Grund, den ich nicht kennen kann. Von daher versuche ich es mal, ansonsten kann ich neu laden. Sinister, fies, was auch immer, war ein Wort, das in der Heraldry, könnt ihr mir bitte kurz schreiben, was Heraldry nochmal genau übersetzt bedeutet? Das ist ja nicht Königsfolge oder sowas, aber es hat irgendwas mit Rittertum zu tun. Namen Gotik, kann sich jetzt ein bisschen entspannen. 12-Stunden-Schicht, ach du mein armer Güter. Das ist richtig, Karon, aber in dem Walkthrough standen nur die Dialogoptionen drin, die ich drücken musste und nicht wie die Rätsel hießen oder was dort drin stand. Von daher ging es nur darum, mich durchzudrücken. Heraldik, dankeschön. Was ist an der linken Hand? 4 Finger und ein Daumen. In der Heraldik? Nein. Ich glaube in der Herrschaftsfolge oder sowas? Egal. Zu der Linken des Trägers des, Coat of Arms, oh Gott. Ich weiß nicht, was Coat of Arms bedeutet als genaues Wort. Das ist, glaube ich, so dieses Schild und Schwert und ich glaube auch ein Wappenrock und solche Sachen, also... Coat of Arms ist das Wappenrock? Ich weiß gerade gar nicht. Das ist das erste Wort, das mir jetzt gerade einfällt. Die linke Hand. Die linke Hand. Was könnte die linke Hand bedeuten? Junpei sah Assen. Ja gut, an der linken Hand ist das Armband. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber was hat Sinister linke Hand, weil Sinister im Endeffekt böses Handgelenk-Ding ist. Ja gut. Aber das mit Code of Arms meinte ich, weil ich weiß nicht, was in der Erbschaftsfolge oder in der Hoheit Wappen genau, was da im Endeffekt links und sinister wäre.
Ich wäre jetzt nicht auf über diesen Gedankengang wäre ich jetzt nicht zu den Armbändern gekommen. Das wollte ich damit sagen. Nicht über dieses Coat of Arms und Wappenrock und Wappen und so weiter. Das meine ich. Das hätte ich nicht verstanden. Junpei sah auf seinen linken Arm und da war das Armband, ja. Bedeutete die Finsternis der linken Hand, hat es irgendwas mit seinem Armband zu tun. Ja, untersuchte das Armband genau. Es gab zwei Protrusions, das ist irgendwie so diese, ich glaube diese zwei Hebelchen hier oder Zahnräder, die da glaube ich wahrscheinlich sind, hier am Rand sind gemeint. Also diese zwei, ja, Ausläufer, wenn man so will. auf jeder Seite der Anzeige. Die linke und die rechte Seite, die linke und die rechte Seite der Anzeige, aha, links und rechts. Links und rechts. Rechts und links. Danke, Junpei. Okay. Die Wahrheit ist verschwunden. Truth. Wahrheit. Weg. Es klang merkwürdig. Was bedeutete es? Wahrheit. Weg. Vielleicht bedeuten diese beiden Worte... Okay, jetzt haben wir hier mehrere Optionen. Wie wäre es, wenn ich sie laut vorlese? Wie wäre es, wenn ich sie vertausche? Gone is the truth. Was könnten sie noch bedeuten? Was wäre, wenn ich sie rückwärts lesen würde? Kann ich hier mehrere Antworten aussuchen und die falschen bringen mich dann nicht weiter und ich kann wieder eine aussuchen, ihr beiden? Oder ist das, wenn ich jetzt hier das Falsche auswähle, dann ist gegessen oder wie ist das? Gotik ist ein äußerst sinistrer Zeitgenosse. Die gotische Zeit oder gotische Architektur? Also zumindest verbinde ich, wenn ich an Gothic und Gotik denke, ja, sinister, okay, das, die Überleitung nehme ich gerne hin, Gotik. Ah, gleich mal nachschenken in der Zeit, bis der Stream bei euch ankommt. Ich wähle einfach das, was ich denke. Das bringt mir sehr viel weiter. Wenn ich was klicken will, muss ich ja, glaube ich, mit der linken Maustaste klicken, ne? Wo hatte ich eben noch mein Safe Game angelegt? Genau, bei linker Seite des Code of Arms. Also ich kann das Rätsel... Das Ending kann ich mir nicht ruinieren. Na gut, dann kann ich eigentlich alles durchklicken im Endeffekt. Also ich glaube nicht, dass ich vertauschen muss, weil Gun Truth klingt irgendwie blöd. Von daher denke ich auch, rückwärts lesen ist blöd, weil es würde dann Enoch Hüturz heißen. Das finde ich auch blöd. Also bleibt es zwischen, was könnten sie noch bedeuten und was ist, wenn ich sie laut lese. Kann sie von mir aus laut vorlesen, wenn Junpei eine Eingebung hat, aber keine Ahnung. Ich glaube, was könnten sie noch bedeuten? Du sollst ja hier sowieso hineininterpretieren, was sie noch bedeuten könnten, von daher. Ja gut, Linkshändler, Händler, doch, Linkshänder, genau, sind ja nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung. Der Weltbevölkerung will ich nicht sagen, aber zumindest im europäischen Raum ist das ja, glaube ich, der Fall. Also, was könnte es noch bedeuten, wenn ich das hier jetzt lese? Komm, Junpei, sag was Cleveres. Was könnte Gone und Truth bedeuten? Die Frage, die jetzt schon die ganze Zeit im Raum steht eigentlich. Wahrheit könnte natürlich etwas wie korrekt bedeuten. Oder ein Fakt, mit anderen Worten, etwas, das richtig ist. Danach würde kommen gone, also verschwunden, beziehungsweise ja, weggegangen. Danach, after someone left, genau, nachdem, schließlich, wenn jemand gegangen ist, dann war er weg. Das heißt, ein etwas Richtiges ist weg. In diesem Fall allerdings bezogen sie sich ganz klar auf Richtungen Homonyms. Richtungsanweisungen, Synonyme, sowas in der Richtung. Das bedeutete also... Ah, okay. Wahrheit ist rechts, Gone ist links. Okay. Das schien Sinn zu machen, wenn du das sagst. Gut, dass Junpei jetzt anfängt für mich zu denken, denn ich glaube, heute bin ich nicht im Denkzustand. Also wenn wir das Rätsel hier raus haben, dann kann ich gerne mal seine Klamotte anlegen. Das schien Sinn zu machen. Junpei sah sein Armband noch einmal an.
diese zwei Auswüchse von seiner Uhr auf der linken und rechten Seite der Anzeige. Das heißt, wir dürfen jetzt einen Code eingeben, der aus Wahrheit und Weg besteht. Junpei drückte sie, ja, in der folgenden Reihenfolge, okay. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Zettel jetzt hier lieber stehen würde, wo Truth is gone stehen würde. Aber in den ersten drei Zeilen war es ja immer abwechselnd, ne? The truth is gone, the truth is gone, the truth is gone, ne? Wartet mal, Truth war... Wollte gerade sagen, hoch. Damit ich jetzt nichts Falsches mache. Truth ist rechts, gone ist links. Das heißt, es wäre rechts, links, glaube ich. Ich will es aber hier drauf drücken, Moment. Okay. Rechts, links. Ja, versuchen wir es mal. Jetzt hätte ich den Zettel noch im Kopf haben müssen, verdammte Hacke. Rechts, links. Ganz schwieriger Code.